Oh, Holder Norn, ich sehe, Sie haben eine Herzensaufgabe für mich. Hab ich. Und zwar bereite mir mit dem Schwert von Gnocknack unendliche Freuden. Was guckst du denn so scheiße? Du läufst es nur mal in Guild Wars 2. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder beim Dungeon Club. Yay, und zwar mit einer neuen Ausgabe des neuen HGA-Formates und einem Spiel, das echten MMO- und Rollenspielfans lange in Erinnerung bleiben wird. Richtig, nämlich Guild Wars 2. So wie bei Titeln mit einer 2, wie auch Filmen mit einer 2 und Bücher mit einer 2 dahinter, wie das bekannte Buch 2. muss man sagen, Guild Wars 1 hat damals schon Rekorde geschlagen, Guild Wars 2 knüpft auch an. Wenn man sich das Gameplay anguckt, kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, für Einsteiger total einsteigerfreundlich. Man hat sich wohl auf die Fahne geschrieben, wir wollen niemanden frustrieren. Deswegen dachte man sich, hey, wir gestalten das Spiel so, dass es quasi nur mit einer Taste zu spielen geht. Nämlich mit der F-Taste. Mit der F-Taste könnt ihr nämlich mit Leuten sprechen. Rühren. Fummeln. Looten. Ficken auch. Andere Aktionen irgendwie damit ausführen. Also F ist so die Master-Taste, so quasi der göttliche Finger in Guild Wars 2. Also letztendlich, wenn man so eine Steuerungspyramide hätte, ist F der Gott. Wir hatten ein helles Vergnügen beim Spielen. Auf jeden Fall. Also gerade die sogenannten Herzensaufgaben, die waren wirklich teilweise sehr charmant. Aber in der Welt von Guild Wars 2 gibt es nicht nur Herzchenaufgaben zu erforschen, zu erkunden, zu erobern, sondern auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel die Vistas, an der viele von uns vorhin viel Spaß hatten beim Spielen. Ja, die sind nämlich meistens immer gut versteckt. Die müsst ihr durch, sagen wir mal, Rätsel oder Sprungpassagen nämlich zu eurem Eigen machen. Aber ihr werdet dafür mit einer wunderschönen Kamerafahrt wirklich belohnt. Eure Umgebung zeigt. Und wenn ihr euch die Zeit nehmt, euch mal umzugucken, ihr entdeckt wirklich so viele tolle, besondere Orte. Es lohnt sich wirklich, die Vistas, sich dadurch die Passagen und Rätsel durchzuwuseln. Guild Wars 2 ist diese riesige, große, wunderbare, tolle Spielwelt schafft es euch nicht nur durch Vistas und verschiedene andere Dinge zu binden und ein interessantes Questsystem, sondern auch durch die öffentlichen Events. Hey, geile Party hier! Ja, ziemlich cooles öffentliches Event! Fleiß ist der Preis, ne? Also seid ihr fleißig und strengt euch an und helft euren Leuten und in dem Event, dann werdet ihr auch krass belohnt. Das Spiel lässt euch auch in diesen öffentlichen Events Freihand. Also kann es sein, zum Beispiel, dass du den Dorfbewohnern hilfst, das Feuer zu löschen oder eben Banditen bekämpfst oder halt mit einem Katapult auf die Banditen schießt. Du hast viele Möglichkeiten, die Dinge anzugehen und das Gute ist, du bist halt nicht auf eine feste Gruppe angewiesen. Die Leute kommen so zusammen und man wird sofort zusammengefasst. Das ist halt das Schöne. Wenn ihr nämlich in der Wildnis auf eine andere Party trefft und die Party ist gerade beim Mobschlachten und ihr helft dabei, dann seid ihr quasi ein außenstehendes Mitglied der Party und werdet natürlich trotzdem beteiligt und oder auch wiederbelebt von der Party, denn alles gibt Erfahrung. Hat da jemand Party gesagt? Wie eure Erscheinung gegenüber fremden Partys und generell eure Erscheinung in der Welt aussieht, das wird in Guild Wars 2 euch eigentlich total imposant dargeboten. Ihr könnt euch zwischen 5 Fraktionen entscheiden. Da haben wir die Norn, die Silvari, wir haben die Menschen. Wen habe ich noch vergessen? Die Scharne! Genau. Ein katzenähnliches Löwenvolk. Genau, und dann waren da noch die Kleinen. Asura. Asura, genau. Und
wenn ihr im Charaktereditor seid, also dann habt ihr nicht nur das Standardding wie aus anderen Spielen, deren Namen wir nicht nennen möchten. Ihr wählt ein Gesicht, eine Statur oder vielleicht nur eine Frisur. Nee. Bei Guild Wars 2 ist das alles ein bisschen umfangreicher, ne? Ihr habt die Hautfarbe, die Haarfarbe und den ganzen Scheiß noch mit dabei, die Statur, aber Guild Wars 2 fragt euch nämlich auch, wann seid ihr geboren? Ihr werdet nämlich bei der Charaktererstellung nebst den 5 Klassen mit irre vielen Auswahlmöglichkeiten bombardiert, nämlich wann seid ihr geboren? Was habt ihr für eine Gesinnung? Was habt ihr für einen Penis? Wie groß sind eure Brüste? Richtig, genau das. Und das wirkt sich alleine schon auch auf die Stärken, Schwächen und auf generell das Verhandlungsgeschick zum Beispiel auch eures Charakters aus, wie er sich generell in der Welt vorbewegen wird. Ist er kühl, abweisend, ist er freundlich und zuvorkommend? Das alles legt ihr bei der Charaktererstellung fest und das ist natürlich auch unabhängig von der Rasse, beeinflusst aber auch in einem bestimmten prozentualen Anteil auch die Geschichte eures Helden. Somit bezaubert euch Guild Wars 2 nicht nur mit einer sehr individuellen Charaktererstellung, sondern auch mit einem interessanten Kampfsystem. Das spielt sich sehr aktiv ab, so aktiv wie der junge Mann hinter mir und könnte die Einsteiger oder generell Leute, die noch nie ein MMO gespielt haben, in irgendeiner Form überfordern. So wie der Typ hinter mir. Du bist du wunderschön! Ja, ich weiß. Das kann man nämlich auch über die Grafik von Guild Wars 2 sagen. Es sieht wirklich schön aus. Also für ein MMORPG muss man ganz ehrlich sagen, ist es vorne mit dabei. Auf jeden Fall. Wenn man in die Landschaften guckt, man sieht Berge, man sieht Statuen, wunderschöne Paläste, riesengroße Eingangshallen, also wo man wirklich davor steht und da ist das groß! Ja. Und episches Equip. Ja, genau. Also, boah, ist das groß! Boah, ist das groß! So in etwa. Also wirklich sehr, sehr schön. Kann man nicht meckern. Also überhaupt nicht. Der Hauptstadt der Norn, wo riesige Eisskulpturen in den Berg gemeißelt worden sind. Oder in der Hauptstadt der Menschen. Wenn zum Beispiel gefeiert wird, dann fliegt da tatsächlich Konfetti durch die Gegend. Konfetti! Konfetti! Erinnert mich an Epic Fail! Konfetti! Ja, kommen wir zum Sound. Der Sound bietet für euer Ohren nicht nur wunderschöne Klänge, auch ein romantischer Abend mit eurem Partner oder Freunden ist damit nicht ausgeschlossen. Euch wird ein epischer Soundtrack geboten, der euch in vielerlei Hinsicht auch berühren könnte. Ich habe mich oft erwischt mit einer Gänsehaut, so wie gerade beim Tanzen mit einem fremden Mann und muss sagen, der Soundtrack rockt. Einzig und allein die deutsche Synchro und dazu kommt vielleicht der liebe Daniel. Die ist mega scheiße ohne Blödsinn, ja. Man wird teilweise wirklich anstatt als männlicher Charakter, als weiblicher Charakter beschimpft, was schon ganz schön beleidigend ist. Ansonsten kann man nur sagen, soundtechnische Untermalung echt super. Hat alles super funktioniert, es ist nicht platt, es passiert andauernd was. Super, kann man nicht drüber meckern. Wie? Du bist keine Frau. Papa, liest dir eine Geschichte vor. Natürlich so. Die Geschichte der Story von Guild Wars 2. Guild Wars 2, so möchte ich sagen, ist eines der faszinierendsten und atemberaubendsten MMORPGs der Welt. Es bietet storytechnisch viel Abwechslung, eine individuelle Story, die ihr mit eurem Charakter nur einmal erlebt, weil er dann eines Tages sterben wird, ihr traurig sein werdet, aber euch immer wieder daran ergötzen könnt, was ihr mit ihm erlebt habt. So muss man eben auch hinzufügen, dass die Story von Guild Wars 2 so viel Abwechslung mitbringt, dass selbst wenn man mit dem vierten Charakter in einer fremden Rasse und unterschiedlichen Klasse immer neue Dinge in der Spielwelt und der Story entdeckt. Somit bietet Guild Wars 2, wie auch in anderen Punkten, nichts Revolutionäres, aber erweiterte das Genre sehr, sehr, sehr erfolgreich. Man kann dazu noch sagen, gutes Aussehen wird nicht vererbt, wie man es bei uns beiden sieht. Ist ziemlich cool, für ein MMO auf jeden Fall gut weitergedacht. Es werden nicht nur Einzelspieler-Fans und Multiplayer-Fans letztendlich damit bedient, sondern beide Sparten und beide haben was davon. Kind! Ja. Zum Fazit. Für mich als Einsteiger, als Neuling bei Guild Wars 2 kann ich eigentlich nur sagen, Top-Spiel. Das erste Mal, als ich bei Tino war, ich habe es gespielt. Ich fand es schade, dass ich gehen musste und keinen Rechner hatte in dem Moment, mit dem ich die Anforderungen von Guild Wars 2 irgendwie erfüllen konnte, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass ich mich mehrere Stunden darin verliere. Das Spiel ist einfach rund, es ist super, es ist einsteigerfreundlich, bietet aber auch den Fortgeschrittenen eine Menge Entdeckungspotenzial. Klasse Spiel. Ja,
Und da möchte ich mich eigentlich nur noch ergänzend mit einbringen. Ja, Guild Wars 2 ist keine Revolution, es ist aber eine sinnvolle Erweiterung dessen, was wir in vielen, vielen Jahrzehnten World of Warcrafts, Aion und wie sie nicht alle noch heißen, erlebt haben. Man hat intelligent weitergedacht und spinnt dadurch eine Geschichte, die jemanden, der neu ist, aber auch Veteranen wie mich zum Beispiel, bindet einen sofort von Anfang an. Man erlebt diese Welt, man saugt sie auch auf und man kriegt für alles Belohnung. Der Zeitaufwand ist natürlich für ein MMO typisch, so wie man selber sich einbringen möchte. Aber ich spiele schon seit Release, seit dem 28. August 2012, spiele ich das Ganze schon. Kann auch dazu sagen, dass die Community von Guild Wars 2 immer eine helfende Schulter ist. Guild Wars 2 auf jeden Fall ein Blick wert ist. Richtig. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Herzensaufgabe für dich. Also ab ins Bett mit dir.